Hallo Mädels und Jungs, heute schauen wir uns die Kläranlage in Simmering an, die ganzen Abwässer von Wien klärt, und auf dem Gelände gibt es einen wunderschönen Park und wir schauen uns dann den Rest der Anlage noch an. Mehr als 3,5 Millionen Menschen besuchen jährlich Wien und kommen so auch in den Genuss einer Attraktion der besonderen Art, dem Wiener Wasser. Wiens Wasser ist einzigartig. In keiner anderen Stadt der Welt kann Wasser von solch hervorragender Qualität direkt aus der Wasserleitung getrunken werden. 1,6 Millionen Wienerinnen und Wiener werden weltweit um diesen Luxus beneidet. Woher kommt dieses einzigartige Naturgut? Wiens Trinkwasser kommt zu 95% aus den Bergen. Über 100 Kilometer liegt das Wasser von seinen beiden Quellgebieten, dem Rax-Schneeberggebiet sowie dem Hochschwab, bis in die Donaumetropole zurück. In den zwei Wiener Hochquellleitungen ist das Wasser mehr als 24 Stunden lang unterwegs, bis es Wien erreicht. 400.000 Kubikmeter Wasser werden in Wien pro Tag verbraucht. An Spitzentagen sogar 500.000 Kubikmeter. Jeder Einwohner verbraucht 150 Liter Wasser täglich, wovon jedoch nur bis zu 3 Liter getrunken werden. Um die Qualität des Trinkwassers auch für die nächsten Generationen nachhaltig zu schützen, wurde es unter Verfassungsschutz gestellt. Wasser muss für alle Generationen geschützt und darf nicht zum Luxusgut werden. Wasser hat in Wien eine besondere Bedeutung. Dies gilt nicht nur für das Trinkwasser, sondern auch für die Behandlung der Abwässer. Pro Jahr entstehen rund 200 Millionen Kubikmeter Abwasser. Der Großteil, etwa 75%, kommen aus unseren Haushalten sowie Industrie und Gewerbe. 25% sind Regenwasser. 98% der Wiener Haushalte sind an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Insgesamt 2300 Kilometer lang entspricht dies der Strecke Wien-Lissabon. Wenige Meter unter der Erde liegen die Kanäle, in denen sich alles sammelt, was wir rasch und bequem über den Abfluss loswerden. Eine Vielzahl an Kanalarbeitern sorgt täglich dafür, dass das Kanalnetz instand gehalten wird und gewährleistet damit den ungehinderten, störungsfreien Zufluss des Abwassers zur Kläranlage. Bei Trockenwetter fließen täglich über 500.000 Kubikmeter Abwasser durch das Kanalnetz. Das entspricht rund 2 Millionen randvoll gefüllter Badewannen. Wiens Kanalarbeiter befreien die Kanäle täglich von mehr als 10 Tonnen Festmaterial. Die verbleibenden Stoffe fließen in die Hauptkläranlage Wien. In Wien sind Kanalnetz und Kläranlage mit innovativer Technologie aufeinander abgestimmt. Neben dem Abwasser wird auch das Regenwasser der Kläranlage zugeleitet. So werden bei starken Regenereignissen die rasch ansteigenden Abwassermengen zuerst im Kanalnetz computergesteuert zurückgehalten und erst nach Abklingen des Regengusses dosiert an eine der modernsten Kläranlagen Europas abgegeben. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen einen neuen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz in Wien vorstellen zu dürfen, die Erweiterung der Hauptkläranlage Wien. In nur 5 Jahren Bauzeit entstand eine der leistungsfähigsten Kläranlagen Europas. Werfen wir gemeinsam einen Blick dorthin, wo sich die Hauptkläranlage Wien befindet, nach Simmering, dem ältesten Wiener Gemeindebezirk. Dieser Standort wurde nicht zufällig gewählt. Die Hauptkläranlage liegt am tiefsten Punkt von Wien. Hier erreicht das gesamte Abwasser der Stadt die Kläranlage. Wo also die Wiener Kanalisation endet, beginnt der Aufgabenbereich der EBS. Das Abwasser wird zuerst mechanisch und anschließend biologisch gereinigt. Mechanisch heißt, die Feststoffe werden aus dem Abwasser entfernt, vom Autoreifen bis zu kleinsten Schwebstoffen, die man kaum mehr mit dem freien Auge sehen kann. Erst nach dieser Vorreinigung fließt das Abwasser in die biologische Reinigungsstufe, wo es mit Hilfe von Bakterien und Mikroorganismen weiter gereinigt wird.
Früher verließ hier das Abwasser nach 5 Stunden wieder die Kläranlage. Aber jetzt sieht das anders aus, denn das Abwasser fließt von nun an weiter durch die erweiterte Hauptkläranlage. 15 Belebungsbecken und 15 Nachklärbecken nehmen in der neuen zweiten Klärstufe das vorgereinigte Abwasser auf. Und das heißt, das Abwasser wird 4-mal so lang gereinigt wie bisher. Die Reinigungsleistung steigt auf mehr als 95%. Beginnen wir jetzt unsere Reise durch die Welt der Abwasserreinigung. Aber Vorsicht, das ist nichts für feine Nasen. Durch die Hauptsammelkanäle der Wiener Kanalisation strömt das Abwasser in den Schotterfang der Kläranlage. Es beginnt die mechanische Reinigung. Grobe Feststoffe wie Schotter und Streugut werden aus dem Abwasser eliminiert. Pro Woche werden ca. 15 Tonnen Material entfernt. Das Abwasser gelangt anschließend zum Schneckenpumpwerk. Jede der 6 mächtigen Stahlspiralen kann bis zu 4500 Liter Abwasser pro Sekunde vom tiefsten Punkt Wiens über 5 Meter in die Höhe heben. Befindet sich das Abwasser auf dem neuen Niveau, fließt es im freien Gefälle weiter. Nun geht es in die Rechenanlage. Der Abwasserstrom führt noch immer eine beachtliche Menge an Schwimm- und Feststoffen mit sich. Die Feinrechen stellen für alle Schmutzteile, die größer als 6 mm sind, ein unüberwindbares Hindernis dar. Räumvorrichtungen mit einer Verzahnung gleiten entlang der Rechenstäbe und erfassen so das zurückgehaltene Rechenmut. In einer Woche werden 70 Tonnen aus dem Abwasserstrom entfernt. Das Rechenmut wird entwässert und in Container befördert. Die nächste Station ist der Sandfang. Das Abwasser fließt hier sehr langsam. Es liegt nur ca. 10 cm in der Sekunde zurück. Die Schwerkraft trägt Wesentliches zur Abwasserreinigung bei. Kleine Feststoffe haben genügend Zeit zum Boden der Gerinne abzusinken. Es handelt sich dabei hauptsächlich um mineralische Partikel wie Sand und Feinkies. Die Bodenräume ziehen wöchentlich bis zu 35 Tonnen Sandfanggut vom Beckenboden ab. Anschließend wird dieses entwässert und in Container gefördert. Sämtliche bisher aus dem Abwasser entfernten Feststoffe werden thermisch entsorgt. Der letzte Schritt der mechanischen Reinigung passiert in den Vorklärbecken. Durch die Größe der Becken verlangsamt sich die Fließgeschwindigkeit auf nunmehr 2 cm pro Sekunde. Selbst die feinsten Feststoffe haben nun Zeit abzusinken. Doch die vermeintliche Ruhe trügt, denn unterhalb der Wasseroberfläche werden gewaltige Massen bewegt. Die Räumvorrichtungen entfernen pausenlos die abgesetzten Partikel aus den Becken. Jeden Tag werden aus den Vorklärbecken 80 bis 120 Tonnen an Feststoffen gepumpt. Das entspricht in etwa dem Gewicht von 110 kleinen Pkw. Das Wiener Abwasser ist nun von allen Feststoffen befreit und zu etwa 30% gereinigt. Es ist aber noch immer sehr trüb. Der Grund dafür sind feinste Partikel. Sie zu entfernen ist Aufgabe der beiden folgenden biologischen Stufen der Abwasserreinigung. Hier wird nachgeahmt, was Mutter Natur uns vorzeigt. Halten Sie sich fest, jetzt kommt wieder Bewegung ins Abwasser. In Belebungsbecken beginnt die biologische Reinigung des Abwassers. Mikroorganismen nehmen die Verschmutzung im Abwasser als Nahrung auf. Damit die Mikroorganismen optimale Lebensbedingungen vorfinden, wird durch Kreiselbelüfter Luft in die Belebungsbecken eingemischt. Dadurch läuft der Reinigungsprozess um ein Vielfaches intensiver und konzentrierter ab als in der Natur. Phosphor wird durch Zugabe eines Fettungsmittels entfernt. Weitgehend vom Kohlenstoff befreit, setzt das Abwasser gemeinsam mit den Bakterien seinen Weg in die Zwischenklärbecken fort. Im Zwischenklärbecken wird der Belebschlamm vom Abwasser getrennt. Nur 1 Zentimeter pro Sekunde legt das Abwasser hier zurück. So kann der Belebschlamm zum Boden absinken. Von dort wird er in die Belebungsbecken zurückgepumpt und nimmt am Reinigungsprozess neuerlich teil. Aus den Zwischenklärbecken fließt das vorgereinigte Abwasser über Zahnschwellen ab. Die erste biologische Reinigungsstufe ist damit abgeschlossen. An diesem Punkt ist das Abwasser bereits
5 Stunden in der Hauptkläranlage unterwegs. Der organische Kohlenstoff ist zu etwa 85% entfernt, Stickstoff aber nur zu 30%. Nun folgen 15 lange Stunden in der neuen biologischen Reinigungsstufe. Jetzt geht es darum, den Stickstoff zu entfernen. Fachleute, Planer und Wissenschaftler haben speziell für die Hauptkläranlage Wien eine neue Verfahrenstechnik für optimale Stickstoffentfernung entwickelt. Dazu stehen zwei unterschiedliche Betriebsweisen zur Verfügung. Welche zum Einsatz kommt, das hängt erstens davon ab, wie viel Abwasser in die Kläranlage gerade hereinkommt und zweitens, wie stark verschmutzt es ist. Durch verschiedene Kreislaufführungen des Abwassers wird die erforderliche Stickstoffentfernung erreicht. Aber sehen wir uns die Erweiterungsstufe im Detail an. Beginnen wir beim Zwischenpumpwerk. Was verbirgt sich hinter den Mauern dieses unscheinbaren Bauwerks? Das Zwischenpumpwerk wirkt auf den ersten Blick unspektakulär. Hinter den Mauern verbergen sich riesige Propellerpumpen, die für einen Kraftakt der besonderen Art sorgen. Das vorgereinigte Abwasser wird erneut um 5 Meter gehoben. Die Pumpen können beachtliche 18.000 Liter pro Sekunde fördern. Davon räumlich getrennt heben eigene Propellerpumpen bis zu 13.500 Liter Belegschlamm pro Sekunde. Die beiden Stoffströme werden nach dem Hochpumpen vermischt und erreichen dann einen der innovativsten Anlagenteile, die 15 neuen Belebungsbecken. Bei diesen Bauwerken steht jetzt ein bedeutender neuer Schritt in der Abwasserreinigung an, die Stickstoffentfernung. Für die verbesserte Wasserqualität der Donau unterhalb von Wien werden hier in den neuen Belebungsbecken die Weichen gestellt. Das Abwasser strömt in die erste, nicht belüftete Kaskade. Rührwerke verhindern das Absinken des Schlamms und halten das Abwasser in Bewegung. In den Kaskaden 2 und 3 entfernen die Mikroorganismen durch ein gezieltes Wechselspiel von Zonen mit und ohne Sauerstoff den Stickstoff aus dem Abwasser. Über 48.000 Tellerbelüfter erfolgt die Luftzufuhr und sorgt für ideale Lebensbedingungen einer fast unsichtbaren, aber äußerst schlagkräftigen Reinigungsarmee, die Mikroorganismen. Glockentierchen, Trompetentierchen, Pantoffeltierchen, Bakterien. Bizarr anmutende, nur unter dem Mikroskop sichtbare Lebensformen führen ein turbulentes Leben. 24 Stunden täglich haben sie nichts anderes zu tun, als zu essen, zu verdauen und sich laufend zu vermehren. Ihre Leibspeise? Kleinste Schmutzpartikel. Dafür benötigen sie sehr viel Sauerstoff und die richtige Wassertemperatur. Für das Wohlbefinden dieser kleinsten Mitarbeiter sorgt das Personal der Schaltwarte. Von hier aus werden alle Prozesse der Kläranlage überwacht. So wird auch die Sauerstoffzufuhr der Belebungsbecken je nach dem Verschmutzungsgrad des Abwassers gesteuert. Dadurch kann jederzeit per Mausklick in den Reinigungsprozess eingegriffen werden. Mit einer optimalen Belüftung wird durch die Tätigkeit der Bakterien der hohe Reinigungsgrad der erweiterten Hauptkläranlage erreicht. Das ökologische Ziel heißt, die Wasserqualität der Donau durch das Wiener Abwasser nicht zu beeinträchtigen. Diesem Ziel sind wir nun schon sehr nahe. Seit mehreren Stunden hat das Abwasser unserer Bundeshauptstadt eine Reihe von Reinigungsprozeduren über sich ergehen lassen. In den kommenden Stunden bleibt es hier, in dem beeindruckend großen Nachkehrbecken der Hauptkläranlage. Still ruhend, wie ein kleiner See, würde jedes einzelne dieser Nachkehrbecken mit 64 Metern Durchmesser ausreichend Platz für einen Wiener Gasometer bieten. Diese 15 enorm großen Becken sorgen dafür, dass das Abwasser wieder klar wird. Aus den Belebungsbecken kommend strömt das Abwasser über das Mittelbauwerk in das Nachklärbecken. Der Belebschlamm sinkt langsam zur Beckensohle ab. An der Oberfläche verbleibt gereinigtes Abwasser. Zwei Bodenräumer schieben den abgesetzten Schlamm langsam zur Beckenmitte in den zentralen Schlammsammeltrichter. Der Belebschlamm wird über eine Rohrleitung abgezogen. In jedem der 15 Nachklärbecken befinden sich 13 Millionen Liter gereinigtes Abwasser. Geklärt,
fließt das über getauchte Rohre in das Ablaufgerinne. Der Weg zum Dobachlan ist nicht mehr weit. Bevor das gereinigte Abwasser in den Donaukanal fließt, passiert es noch das Analysenbauwerk. Hier kommt modernste Messtechnik zum Einsatz. Die Kläranlagenmitarbeiter überprüfen mehrmals am Tag das geklärte Abwasser. Ihre Messergebnisse werden in die Schaltwarte übertragen. Sie haben dort direkten Einfluss auf den laufenden Betrieb. Das Zusammenspiel der ersten Reinigungsstufe und der Erweiterung, das ist das eigentliche Kunststück der Anlage. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wiens Abwasser ist zu mehr als 95% von Kohlenstoffverbindungen gereinigt und die Stickstoffbelastung ist um mehr als 70% verringert worden. Ich sage, eine tolle technische Leistung und ein neuer Beweis dafür, wie ernst Wien die Umwelt und den Umweltschutz nimmt. Alles klar? Viele Prozesse laufen in der Kläranlage automatisiert ab. Dennoch liegt ein sehr hohes Maß an Verantwortung in den Händen der Mitarbeiter. 150 Mitarbeiter helfen entscheidend mit, die Hauptkläranlage Wien 365 Tage im Jahr in Fluss zu halten, damit Wiens Abwasser wieder richtig sauber wird. 20 Stunden nach dem Eintreffen in der Hauptkläranlage Wien ist das Abwasser nun geklärt. Jetzt fließt es in den Donaukanal. Die außerordentliche Reinigungsleistung wirkt sich unmittelbar auf die ökologische Qualität der Donau aus. Durch die verbesserte Wasserqualität profitieren neben den Wienerinnen und Wienern auch Städte, Länder und Menschen stromabwärts der Donau. Umweltschutz ist eine grenzüberschreitende Verantwortung, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Wien übernimmt diese Verantwortung. Die Donaumetropole ist nicht nur eine der schönsten Städte der Welt, sondern auch eine der saubersten. H2O Recycling by EBS.